Hallihallöchen, meine lieben Freunde meines Kanals. Ich habe euch heute wieder ein neues Video mitgebracht, bestehend aus drei kürzeren Telefonaten, zusammengefasst zu einem ganzen Video. Die ersten beiden Telefonate sind die erste Firma, also beziehungsweise, ja, wir haben zwei Firmen hier heute in diesem Video. Die erste Firma, da telefoniere ich zuerst mit einer netten Dame, die, naja, nicht so wirklich mit mir zurechtkommt und ich ihr dann auch meine Meinung sage. Es dauert dann nicht lange, bis sich der Chef von der netten Dame nochmal meldet. Zumindest der angebliche Chef. Naja, und danach habe ich für euch nochmal ein anderes Callcenter. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Wunderschönen guten Tag, spreche mit dem Gerold Steiner. Hallo Herr Steiner, die Frau Thomas vom Unternehmen Alvexo, ich grüße Sie. Na, das hört sich ja mal so an, als hätten wir da in einem Kakerlaken-Callcenter eine deutsche Betrügerin zwischensitzen. Zumindest eine, die sicherlich in Deutschland aufgewachsen zu sein scheint, denn unserer Sprache ist sie immerhin schon mal mächtig. In welchem Unternehmen? Alvexo, der Online-Broker. Aha. Im Handel. Sie haben sich nämlich gerade eben angemeldet, um am Handelsmarkt Geld zu verdienen. Ist das richtig? Nö, bei Ihnen nicht. Na, Sie haben sich auf Elite Trading Club angemeldet. Ist das richtig? Nö, auch nicht richtig. Also hier steht, dass Sie sich da angemeldet haben und wir sind dementsprechend der deutsche Raum dazu. Nö, ich habe eine Webseite aufbekommen mit Tandem Markets. Mit Tandem Markets? Ja. Okay, sehr komisch. In der Tat. Denn nach der Anmeldung habe ich eine ganz andere Seite aufbekommen, als mich anruft. Das spricht dafür, dass wohl die Registration zeitgleich bei zwei Unternehmen passiert sein muss. Man muss sich das Ganze so vorstellen. Ihr kommt auf eine Werbewebseite, wo euch ganz tolle Versprechungen gemacht werden. Wenn ihr dann auf der Werbeseite seid und eure Daten eintragt, dazu gehört meistens Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Mehr wollen sie meistens dort noch nicht wissen. Dann drückt ihr auf Bestätigen. Es kommt kein Opt-in per Telefon rein, sondern es kommt eine neue Seite. Also die aktuelle Seite schließt sich und eine neue öffnet sich. Und ihr seid dann schon direkt eingeloggt bei irgendeiner Handelsplattform. So funktioniert das in der Regel. Naja, und hier hat sich eine Handelsplattform wie immer geöffnet. Gemeldet hat sich dann aber ein ganz anderes Unternehmen. Ich vermute mal, dass hier wohl irgendwo ein technisches Hoppala passiert sein muss, dass ich zeitgleich bei zwei Plattformen angemeldet wurde und sich die falsche nun zuerst gemeldet hat. Interessant, aber irgendwie muss das ja zustande gekommen sein. Bleiben Sie mal kurz an der Leitung, ja, Steiner? Ach, dieses Callcenter wieder mit der Musik. Tja. Sehr, sehr seltsam. Was mir auch aufgefallen ist, ich habe es ja hier schon erwähnt, das Callcenter mit der Warteschleifenmusik. Tja, davon gibt es tatsächlich nicht viele. Mir sind in der gesamten Zeit zwei verschiedene Wartemelodien aufgefallen. Was dafür spricht, dass es immer wieder das gleiche Callcenter ist, wenn da auch die gleiche Musik läuft. Denn so ein Audiofile muss man dort selbst reinpacken in der Regel. Das ist da nicht standardmäßig mit dabei. Zumindest bei der Software, die ich so kenne. Auf jeden Fall, hat sich das Unternehmen mit dieser Warteschleifenmusik das letzte Mal auf jeden Fall nicht mit Alvexo gemeldet. Und ich kann euch sagen, ich produziere ja immer vor. Das heißt, meistens sind wir ja so zwei Monate im Voraus mit der Videoproduktion. Heute hatte ich in der Tat schon wieder genau diese Warteschleifenmusik dran, mit einem komplett anderen Callcenter-Namen schon wieder. Das lässt auf jeden Fall wieder die Vermutung offen, dass die Callcenter halt einfach, wenn es denn soweit ist, und der Name ausgelutscht ist, dass sie einfach dann einen neuen Namen nehmen, eine neue Webseite machen und das war's. Meistens macht die Polizei diese Webseiten irgendwann dicht. Von alleine schließen die das nicht und es dauert auch sicherlich Jahre, bis man alle Deutschen einmal durchtelefoniert hat. Keine Ahnung, was da so genau hinter steckt. Ist nur eine Vermutung, aber ist für mich erstmal schlüssig. Herr Steiner, eine kurze Frage. Wo haben Sie sich nochmal registriert? Keine Ahnung, ich habe so eine E-Mail bekommen, da steht drin, Sie stehen auf der Warteliste, um in 17 Minuten 800 € zu verdienen. Und da habe ich auf den Link geklickt.
Okay, genau. Und da kommen Sie bei mir raus. Ja, aber Sie passen ja nicht zu der Webseite. Sie sagen ja einen ganz anderen Firmennamen. Naja, zu welcher Webseite denn? Na, Tandem Markets. Tandem Markets? Ja, das ist die Seite, auf der ich... Tandem Markets, schauen Sie mal, ich hab... Ja, ich bin doch auf der Webseite und sogar die Domain steht oben drüber. Erzählen Sie mir doch keinen Blödsinn. Hier steht Tandem Markets. Steiner, ich möchte Ihnen doch nur helfen. Sie haben sich angemeldet, um am Handelsmarkt Geld zu verdienen. Wir sind der deutsche Raum dafür, um Ihnen bei der Prozedur zu helfen. Mhm. Es geht doch nur um den deutschen Raum. Ja, aber Sie haben doch einen ganz anderen Firmennamen gesagt. Es ist doch genauso, wenn Sie bei Google jetzt Nike-Schuhe angeben und da kommen verschiedene Unternehmen, die Nike-Schuhe anbieten. Da wird der deutsche Raum ausgewählt. Ja, aber Sie sagen doch einen ganz anderen Firmennamen als die Webseite, auf der ich jetzt hier bin. Wie Sie als erst auch kein Tandem-Market eröffnen konnten. Ja, ich bin doch aber auf Tandem-Market. Hab doch die Seite auf, die ging doch gerade auf. Sie ging nach Ihrer Registrierung auf? Ja. Sofort danach. Wie heißt das Unternehmen da? Na, Tandem Markets. Habe ich doch jetzt 3, 4, 5 Mal wie gesagt schon. Wie heißt die Seite? Nicht die Seite, wo Sie sich angemeldet haben. Ja, habe ich doch auch schon erzählt. Ich habe eine E-Mail bekommen und da habe ich drauf gedrückt. Okay. Können Sie mir einmal das URL einmal vorlesen? Die URL, die soll ich jetzt komplett vorlesen. Sind Sie sich da sicher? Die hat über 1000 Zeichen. Nur die ersten 10, bitte. Die ersten 10. Also https://bi. Das waren jetzt 10. Es geht mir darum, bei welcher Seite Sie sich angemeldet haben, um zu helfen. Was kommt denn nach dem BI? Ich sollte doch bloß die ersten 10 sagen, habe ich doch gerade gemacht. Okay, gut. Herr Steiner. Ich sehe, Sie möchten nicht mit mir gemeinsam zusammenarbeiten, ja? Finden Sie es raus? Naja, ich würde das anders formulieren. Ich würde eher sagen, ich will mit... Schauen Sie sich da genau das Impressum an. Ja, gibt's ja nirgendwo auf den Betrügerseiten. Das ist ja das Problem immer. Na, sehen Sie, wir haben Regulierung. Wir haben das Impressum, wonach Sie suchen. Deshalb rufe ich Sie doch an. Hab ja gerade noch nicht danach gesucht. Sie haben nicht danach gesucht. Nö. Aber das ist doch wichtig, wenn Sie doch Geld verdienen möchten. Ah ja, wenn ich Geld verdienen möchte, dann ist das allererste, was ganz, ganz wichtig ist, nach dem Impressum zu suchen. Tja, nur komisch, dass die Betrügerseiten nie ein Impressum haben. Und selbst wenn die Betrügerseiten mal ein Impressum haben sollten, ja, dann ist es gefälscht. Oder es steht halt einfach nichts Sinnvolles drin. Tja. So einfach kann man es sich machen, um das Ganze irgendwie schön zu reden. Das Schlimme ist halt dabei, dass man die auch echt nicht irgendwie umerziehen kann oder denen das ja irgendwie vermitteln kann, dass das scheiße ist, was sie da machen am Telefon. Ja, die glauben es halt einfach nicht. Die leben in ihrer eigenen Bubble und wer weiß, was sie dann noch so alles den ganzen Tag tun. Aber auf jeden Fall, den Job, den die da machen, ist nichts anderes, als Leute zu bescheißen und zu betrügen. Aha. Ist es das? Und sowas erzählt mir eine Betrügerfrau am Telefon. Wie bitte? Eine Betrügerfrau? Ja, Sie sind Betrügerin. Ach so, denken Sie wirklich, ich gehe mit meinem echten Namen an die ganze Sache ran? Ja eben, so arbeiten Betrüger, ganz genau. Ach so, okay, gut. Gut, schauen Sie mal, Herr Steiner. Ja, schauen Sie sich das Unternehmen genau an. Ich spreche von Tandem Markets. Zahlen Sie da ein, ja, machen Sie Ihre Erfahrung. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, ja. Und eines Tages werden wir uns nochmal unterhalten, ja. Schönen Tag noch. Betrüger. Die Betrügertante hat mir jetzt quasi sagen wollen, dass die andere Firma, auf der ich rausgekommen bin, Betrüger sind. Sie hingegen angeblich nicht. Komisch dabei ist aber, dass ja beide Webseiten mit der gleichen Werbung zu tun haben. Denn was wir herausgefunden haben, ich habe mich auf ihrer Werbung registriert. Macht die ganze Sache irgendwie nicht seriöser, dass man dann bei Betrügerfirmen rauskommen könnte. Aber wir sind ja keine Betrüger. Nur die anderen. Die anderen, die sind schuld. Die anderen sind die Bösen. Ja, das ist die typische Standardausrede und auch mittlerweile echt langweilig. Naja, aber...
Keine Ahnung. Also zumindest hat sie es nicht geschafft. Aber der Höhepunkt des Ganzen ist eigentlich nicht dieses Gespräch hier. Denn, naja, mal davon abgesehen, sie ist ja nicht unbedingt ausfallend geworden, aber man hat es ja an ihrem Temperament gemerkt, dass man sie mit irgendwas getroffen hat. Und, dass ich schon irgendwo damit recht habe. Denn nur getroffene Hunde bellen. Ja, aber der Höhepunkt ist hier tatsächlich, dass das hier noch nicht alles gewesen ist. Denn ihr angeblicher Chef, ich vermute mal, es wird einfach nur jemand neben ihr gewesen sein, denn die Callcenter-Chefs melden sich nicht, aber da wird man wirklich nochmal angerufen, um dann angepöbelt zu werden. Interessant. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Grüße Sie hier von Alvexo. Sie haben soeben mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, Herr Steiner. Ja, kann sein, ja. Das kann sein. Okay, Herr Steiner, ich habe eine kurze Frage an Sie. Ja. Haben Sie tatsächlich Langeweile oder was war das Gespräch, wenn ich fragen darf? Ja, haben Sie Langeweile oder warum rufen Sie mich jetzt hier nochmal an? In der Tat, was bildet der sich eigentlich ein, dann nochmal bei mir anzurufen? Also keine seriöse Firma. Also ich glaube wirklich absolut gar keine. Würde einfach nochmal anrufen, um, darauf einzugehen, wenn die der Meinung sind, dass ich die beleidigt habe, dann ruft da keiner mehr bei mir an. Dann machen die da einen Haken hinter und arbeiten halt weiter. So ist das Leben halt. Aber das hier ist einfach nur penetrant und dämlich. Keine Ahnung, wie der auf die Idee kommt, da irgendwie, weiß ich nicht, was hat der davon, hier nochmal anzurufen. Ja, weil sie sich registriert haben und meine Mitarbeiterin beleidigt haben. Nee, hab ich nicht. Das ist eine Lüge. Doch. Nein. Haben Sie. Sie haben gesagt, eine Betrügerfrau. Ja, ist ja auch richtig so. Ist ja keine Beleidigung. Das ist ja, entspricht ja den Tatsachen. Sie sind ja letztendlich auch nichts anderes als ein wertloser Betrüger. Ein wertloser Betrüger? Richtig. Alles klar, Herr Steiner. Nein, Sie können mich sehr gerne aufnehmen. Ich merke auch, dass Sie mich aufnehmen. Ich habe damit gar kein Problem. Ja, für YouTube, ist klar. Für YouTube, natürlich. Gar kein Problem, Herr Steiner. Schauen Sie sich bitte das Unternehmen an. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie Persönlichkeitsstörungen haben. Nehme ich stark an. Nee, ich denke mal, dass Sie Persönlichkeitsstörungen haben. Sonst würden Sie Ihre Minderwertigkeitskomplexe nicht so ausgleichen, indem Sie die Leute abzocken am Telefon. Genau, wir zocken Leute am Telefon ab, haben Sie recht. Schauen Sie sich bitte das Unternehmen einmal an. Ja, schauen Sie auch bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Deutschland. Ja, da stehen Sie ja nicht drin, da habe ich gerade nachgeschaut. Ich bin ja nicht dann doof. Schauen Sie mal. Oh, okay, alles. So, doch sind Sie. Nee, definitiv doch. Nicht. Verzeihung, sind Sie. Ja. Ich meine, ihr seid ja schon zu blöd. Ihr seid ja schon zu blöd, um den Betrug richtig zu koordinieren. Ich melde mich auf eurer Betrugswerbewebseite an und komme auf einer völlig anderen Webseite raus, als ihr mir jetzt hier am Telefon erzählt. So blöd war tatsächlich noch kein Abzocker von euch. Ja, wirklich? Ja. Okay, alles klar. Darf ich ja fragen, warum wir mit unserem echten Namen arbeiten sollen? Ihr arbeitet ja nicht mit euren echten Namen, ist ja witzig. So ein Blödsinn. Ja, die interessante Märchenstunde wird doch wirklich immer interessanter. Also wirklich, was bildet er sich eigentlich ein, nochmal anzurufen, um dann die Leute voll zu lutschen? Was hat der davon? Ich meine, Erfolg bringt das doch nicht. Und Geld schon gar nicht. Und das sagt auf jeden Fall auch aus, dass das auf gar keinen Fall der Chef von dem ganzen Laden da sein kann. Weil der würde definitiv nicht seine Zeit damit verplempern, so eine unnötigen Gespräche nochmal zu führen. Obwohl er ja weiß, dass da definitiv auch nichts zu holen ist. Oh Mann, also... Ich weiß es nicht, wie weit das Niveau von den Betrügern eigentlich noch sinken kann. Naja, aber ihr wisst ja Bescheid. Von Folge zu Folge wird es eigentlich nur immer gruseliger. Ja, schauen Sie doch gerne nach. Ja, natürlich. Oder wo soll man denn da bitte nachschauen? Das ist ja komplett hohl. Kommen Sie doch in unser Büro vorbei. Genau, dann Adresse bitte. Sehr gerne. Blitzestraße, Berlin. Wie heißt die Straße? Blitzestraße. Nicht Blitzestraße. Ja, da mal... Ich habe ja nicht. Sie zeichnen mich doch aus, dann können Sie es ja nach dem Gespräch Ich würde ja jetzt gleich mal direkt reingucken. Dann können Sie doch nach dem Gespräch machen, nachdem Sie mich aufgenommen haben. Ja, genau. Also ist die Straße nicht existent, genau. Okay, werden Sie ja dann sehen, ne? Herr Steiner? Macht es eigentlich Spaß, so im Betrügers-Callcenter zu arbeiten und die Leute zu verarschen? Nee. Ja, und warum macht ihr und nicht. Ja, doch, das macht ihr. Okay, alles klar. Dann rufen Sie bitte morgen bei der BaFin an und fragen Sie nach, ja? Dann brauche ich nicht morgen bei der BaFin anrufen, weil ich habe es gerade eingegeben und ihr existiert dort nicht. Okay, dann schauen Sie bitte auf unserer Plattform nochmal genau nach, unter welchen Namen Sie nachschauen müssen. Ne, das ist nämlich die VPR. Ist ja Blödsinn. Ihr müsst unter dem Namen zu finden sein, wie die Domain heißt. Herr Steiner, komm, hören Sie auf. Ja, wenn Sie Langeweile haben, wir haben keine Langeweile. Naja doch, ihr habt Langeweile. Ihr seid einfach armselige Abzocker und Betrüger. Mehr seid ihr nicht.
dass dieses gesamte Gespräch ja eigentlich von vornherein wieder ultra Bullshit war und völlig unnötig und nur deren eigene Zeit verbraucht hat, das ist ja schon mal klar. Tja, aber Argumente hat er auch nicht geliefert. Ich meine, der ruft mich zurück, um mich irgendwie, zu ermahnen, verändern. Ach, ich weiß es auch nicht, was der Anruf überhaupt sollte. Aber er hat ja nochmal angerufen. Aber mehr Argumente hat er deswegen trotzdem nicht gehabt. Tja, und am Ende legt er einfach auf. Er hat es ja nicht mal geschafft, eine vollständige Adresse irgendwie durchzugeben. Ich habe jetzt hier gerade eben nochmal ein bisschen gegoogelt. Eine Blitzestraße gibt es tatsächlich nicht, aber eine Blissestraße mit Doppel-S. Das gibt's schon. Spricht auf jeden Fall dafür, dass der Typ vielleicht aus Deutschland kommt. Wäre tragisch, wenn solche Abzockmaschen mittlerweile auch in Deutschland Fuß gefunden haben. Was aber Fakt ist, in der Blissestraße gibt's kein Unternehmen, was irgendwas mit Trading oder Finanzen zu tun hat. Tja, spricht ja schon mal für sich. Weiß ich nicht, was er denn damit wollte, mir die Adresse mitzuteilen. Hat ja nichts gebracht. Und auch im Nachgang. Mit Recherchierungszeit. Also, ich habe ja jetzt Zeit hier zu googeln. Man findet nichts. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Callcenter und dem nächsten Anruf. Schönen guten Tag, ich spreche mit Gerald Steiner. Jo, sieht so aus. Anna Meyer, sind Sie fit? Sie haben sich vor kurzem bei unserer Handelsplattform angemeldet. Aha, Sie heißen Anna Meyer. Naja, richtig, sind Sie fit? Also Sie haben die Interesse für Trading, richtig? Ja, könnte man so sagen, ja. Super, also sagen Sie mir bitte, haben Sie die Erfahrung in diesem Bereich? Ja. Also Sie haben früher gehandelt, ja? Nee, das habe ich nicht, Haben Sie nicht, also Sie haben keine. Also kein Problem, ich kann Ihnen alles erzählen und erklären. Na dann los. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können automatisch handeln oder mit dem Berater. Das bedeutet, dass für Sie handelt ein Roboter. Er kauft Kryptowährungen beim niedrigsten Preis und verkauft beim höchsten Preis, wobei die Differenz berücksichtigt sind. Und diese Differenz ist Ihr Profit. Alles ist klar? Oder haben Sie einige Fragen? Das war's jetzt schon, oder wie? Mit der Erklärung. Super. Also, Ja, also sie sagt oder sie fragt mich, ob ich noch Fragen habe und ich sage, das war's jetzt schon mit der Erklärung, kommt da noch was, weil das war ja jetzt wirklich nicht viel. Und sie sagt, super und macht weiter in ihrem Programm. Okay. Sagen Sie bitte, haben Sie jetzt Zugang zu dem Computer? Ich habe jetzt Zugang zu einem Computer, ja. Super, also jetzt, ich kann Ihnen unter Link schicken und kann Ihnen alles erzählen. Wollen Aber Sie den nicht lieber buchstabieren, den Link? Nein, es wäre besser, wenn ich Sie per WhatsApp oder per E-Mail schicke. Ich denke, Sie wollen mir den buchstabieren. Meine Frage ist, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Mit 10 Euro. 10 Euro? Aber mindestens Betrag ist 250 Euro. Das haben Sie nicht gesagt. Sie haben mich vorher gefragt, mit wie viel Euro ich anfangen möchte und ich habe gesagt 10 Euro. Dabei bleibe ich. Okay, aber ich sage, das minimale Betrag ist 250 Euro. Buchstabieren wir mal den Link. Sie können nur mit dem Betrag 250 Euro. Ja, buchstabieren wir jetzt den Link hier. Nein, ich kann Ihnen nur per WhatsApp oder per E-Mail schicken. Nee, das ist kaputt. Aber warum nicht? Na, weil ich es buchstabiert haben möchte. Also, aber ohne Fälle, wenn Sie möchten, ohne Fälle alles machen, soll ich Ihnen nur schicken. Per WhatsApp oder per E-Mail. Sind Sie denn nicht in der Lage, das ohne Fehler zu buchstabieren? Aber sagen Sie mir bitte, mit mehr als 10 Euro anfangen, es ist unmöglich. Ja, dann sagen Sie mir doch erstmal, von welcher Webseite aus Sie anrufen. Wie bitte? Ich sagte, sagen Sie mir doch erstmal, von welcher Webseite Sie aus mich anrufen. Sensitive. Wie heißt die Seite? Sensitive. Aha. Können Sie mir das mal buchstabieren jetzt? Ja, hallo? Ja. Hören Sie mich? Und da ist tatsächlich auch jetzt, einfach ohne Vorwarnung, eine ganz andere Mitarbeiterin dran. Tja, und ich habe ja noch gesprochen. Und die hat einfach das Telefon weitergereicht.
Tja, spricht auf jeden Fall wieder dafür, dass wie immer jemand einfach im Hintergrund zugehört hat und das Gespräch jetzt übernimmt. Hier war ja irgendwie nicht mal irgendwie ein Geklapper zu hören, dass jemand das Mikrofon abgebaut hat vom Kopf runter. Ich glaube, die hat schon daneben gesessen mit dem Headset und war schon bereits eingesteckt. Wer ist denn da jetzt? Anna Meier, wir haben gerade gesprochen. Aha. Soll ich buchstabieren? Ja. Also S wie Siegfried, E wie Emil, N wie Nordpol, S wie Siegfried, E wie Emil und dann Fred. Buchstabieren Sie mal. Theodor, Richard, Anton, Dora, Emil. Sehen Sie, geht doch. Ja, aber warum? Ja, weil ich das mir gerne buchstabieren lasse. Ach so, ich kann Ihnen einen Link schicken. Nö, jetzt haben wir es ja buchstabiert. Jetzt reicht es schon so. Okay, wann möchten Sie dann anfangen? Na, wann kann man denn anfangen? Sofort. Ich kann Ihnen alles schicken und weiterhelfen bei der Aktivierung. Was wollen Sie mir denn schicken? Einen Link. Wozu? Jetzt bin ich doch auf Ihrer Seite. Okay, was sehen Sie auf, sind Sie vor dem Computer oder wo sind Sie? Ja. Okay, was sehen Sie auf dem Display, auf dem Bildschirm? Ja, so eine orange, also eigentlich eine weiße Seite, aber so mit so schwarz, so dunkelblau, schwarz, orange Logo, so. Also, ich stelle mir immer wieder die Frage, es muss doch auch wahnsinnig anstrengend sein, in so einem Callcenter zu arbeiten. In der Regel mit der Lautstärke da aus dem Hintergrund von vielen anderen Mitarbeitern. Oftmals sitzt noch jemand neben euch, der euch die ganze Zeit überwacht. Und wenn es geht, vielleicht noch ein bisschen Musik am Telefon, beziehungsweise Beschallung im Hintergrund. Und dann habe ich da auch ausschließlich nur Kunden sitzen, die ich gar nicht selber so richtig wirklich verstehe und kann nur ablesen, was vor mir steht. Und lass den Kunden eigentlich nur da sprechen, wo in meinem Skript Lücken sind. Da muss man doch abends total im Arsch sein, wenn man sowas den ganzen Tag macht. Okay. Dann sind Sie schon drin. Haben Sie sich schon angemeldet? Ja, ist wie mit Boris Becker. Da bin ich schon drin. Okay. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail sagen? Warum? Ich wollte mal prüfen, ob Sie die richtige E-Mail-Adresse gegeben haben. Ja, ich habe die richtige gegeben. Können Sie bitte mir sagen? Warum? Das steht doch da, oder weil nicht? Ich bin Ihre Account-Managerin. Wir müssen Ihre Daten überprüfen, ob das richtig ist. Aha. Ja, die sind unsere Aufgabe. Die Daten, die ich eingegeben habe, die sind richtig. Ja, bitte die E-Mail. Na, das haben Sie doch da alles stehen, oder nicht? Ja, ich wollte aber kurz überprüfen. Ist das ein Problem? Wüsste jetzt nicht, warum. Also. Ja, das ist meine Aufgabe. Das ist mein Job. Ich sollte Ihre Daten überprüfen. Das ist aber ein komischer Job. Herr Steiner, und was machen Sie beruflich? Was geht Sie das an? Also Moment bitte, Sie haben sich jetzt gerade auf unserer Online-Plattform angemeldet. Das stimmt ja so nicht. Ich habe mich bei einer Werbung angemeldet und bin dann bei Ihnen rausgekommen. So würde man das richtig formulieren. Okay, aber diese Werbung geht ohne Online-Plattform nicht. Ja, und ich bin ja jetzt auf der Seite eingeloggt da bei euch. Okay, Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, was suchen Sie auf unserer Webseite? Ja, jetzt aktuell gerade das Impressum. Aber habe ich noch nicht gefunden. Okay, Herr Steiner, vielleicht kann ich Sie dann morgen erreichen. Können Sie einen Termin machen? Nee, warum denn morgen? Wir sind doch jetzt am Telefon. Nein, unsere Büro ist fast geschlossen. Also, wir haben schon Feierabend. Ja, wann aber kann ich Sie morgen erreichen? Morgen bin ich nicht zu Hause. Ich fahre morgen ins Ausland und bin dann erstmal ganz lange weg. Verstanden. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und einen schönen Abend, ja? Ja, alles klar, du Betrüger. Bitte? Betrüger. Herr Steiner, sind Sie in Ordnung? Geht Ihnen gut? Und geht's Ihnen denn gut als Betrüger, so in einem Betrüger-Callcenter, wo man gerade Feierabend hat?
Geht Ihnen gut? Ja, und geht's Ihnen gut in dem Betrüger-Callcenter, wo Sie gerade Feierabend haben? Oh mein Gott, Sie müssen also vielleicht zum Arzt gehen. Sagt die Betrügerin am Telefon, die so kranke Vorstellungen hat und Menschen beraubt. Okay, gut. Wie bitte? Ja, Sie sind nichts anderes als jemand, der bandenmäßigen Betrug macht. Das ist erbärmlich, was Sie für einen Job haben. Wie bitte? Schämen Sie sich nicht dafür? Nein, weil ich mache sowas nicht. Also doch, das machen Sie doch jetzt gerade am Telefon, also, das ist der beste Beweis. Also schämen Sie sich bitte. Ja, Sie sollten sich als Betrüger schämen. Weil ja, auch wenn sie hier das Gegenteil behauptet, sie hat es ja am Ende bewiesen, denn sie hat ja auch einfach aufgelegt. Und, naja, ihre Reaktion sagt eigentlich alles. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt sie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht uns auch gerne auf Twitter unter dem Namen @callcenterabzocke bzw. @ccabzocke. Und ja, wer möchte, der findet jetzt hier noch eine Playlist mit lauter anderen Videos. Hier könnt ihr die Zeit überbrücken, bis das nächste Video online kommt. Bis dann, ciao, ciao.